Schali Schalam, Leute, ich werde direkt attackiert, kaum sage ich Hallo. Ah, ich hätte nicht umbringen sollen. Einfach nur runterschmeißen, hätte auch erreicht. Oh, jetzt gibt's gleich gibt's noch ein schönes Item, fällt mir gerade ein, das ich haben möchte. Yeah. Hier gibt's einige übrigens von diesen ekligen Typen, die jetzt da mit diesen Pfeilen geschossen haben. Da gibt's einige in diesem Gebiet. Und hier will ich erstmal rüber. Genau, sehr schön. Da will ich hin. Denn hier gibt es ein, zwei Sachen, die wir noch bekommen. Schöne, schöne Sachen. Einmal, nehmen wir jetzt erstmal das hier. Zauberei-Linderung. Das Problem ist, in diesem Gebiet hier kann ich euch nichts in eurer Robe vorlesen. Und die Sieglermaske, die Purpurrobe und so weiter. Glaubt mir, sie sieht nicht ganz so cool aus, aber sie ist gut. Purpurrobe. Ich überlege, ob ich die sogar anziehe. Weil die ist wirklich verdammt gut. Die sind zu schwer bestimmt jetzt, oder? Verdammt, ja. Banzenbeschleuniger. Ein weiterer Beschleuniger. Also Beschleuniger übrigens und so weiter sind für Zauberei gedacht und so weiter. Also, ganz normal. 2-1, haben wir noch was leichteres, schwere Stiefel. Die ist gar nicht so schlecht. Die tausche ich aus. Ich mag die Robe. Kann ich mal, ich sehe gerade, wir haben gerade Zeit. Sehr gut. Das heißt, ich kann euch mal kurz ein, zwei Sachen vorlesen. Wir haben nämlich hier. Komm, Siegler. Da, Sieglermaske. Genau. Die Maske der Zauberer, die Neulondo unter den Wassermassen begruben, um die Geister der Finsternis und die in der Dunkelheit abgestiegene vier Könige hinter einem Siegel wegzusperren. Ein Symbol ihrer Entschlossenheit, das Siegel nie mehr zu brechen und ihre Buße für alle zu geopferten. Für alle geopferten. Zwei der drei gaben Neulondo jedoch ihre Aufgabe müde auf. Genau, einst waren sie die Siegler als Heiler bekannt. Genau, denn Blighttown, wie ihr sehen würdet, alles ist hier vermodert und verwest und also, ihr seht, hier ist was passiert, weil normalerweise sollte es hier nicht so aussehen. Und einer dieser Heiler aus Neulondo hat sich auf den Weg hierher gemacht, um die Leute zu heilen. Denn ebenfalls, wie schon bei den anderen Sachen, haben wir auch die Zauberei Linderung bekommen. Zauber der rot gekleideten Heilerin Yulvar, Hüterin des Siegels in Neulondo, reduziert Blutungen und Gifteffekte. Einer der einzigartigen Heilzauber von Neulondo. Möglicherweise gab sie ihre Pflicht als Hüterin auf, um ihre Kunst der Heilung nach Stand stattzubringen. Kaum erzählt man hier was, schon kommen die Viecher angehüpft. Ja. Damit können wir schon mal fest davon ausgehen, dass es ein Gebiet in diesem Spiel gibt, das Neulondo heißt. Das ist, dem ist auch so. Und wir können auch was, wovon wir auch ausgehen können und sollten, ist, dass Neulondo untergegangen ist, beziehungsweise, dass es dort diese begabten Heiler gab anscheinend, die ihr Können zum Wohl der meisten hier gegeben haben. Und wir werden noch einem davon begegnen. Leider nicht allen, denn wie ihr sehen konntet, haben wir diese Robe einer Leiche abgenommen. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass die Person da noch lebt. So. Dementsprechend, rest in peace. Yulvar. Wir müssen hier irgendwo hoch. Hier gab es irgendwo eine Leiter, wenn ich mich nicht irre. Ich habe sie wahrscheinlich schon wieder übersehen. Ich übersehe sowas gerne, aber normalerweise müsst ihr euch nur den Fackeln folgen. Also müsst ihr euch den Fackeln folgen. Geil. Ihr müsst ihr nur den Fackeln folgen. Die zeigen euch, wo es lang geht. Denn. Stirb. Ja, sie sind grauenhaft. Ich weiß. So. Ah, die Mod kann schon nützlich sein an manchen Stellen, muss ich ja zugeben. Weil normalerweise würden die Typen hier nicht auf einen zulaufen, so wie sie es hier tun. Und würden hier die ganze Zeit an den Stellen hier warten, bis man da hinkommt. Oh, hier gibt es auch noch was Gutes, fällt mir gerade ein. Ah, Mann. Toxin ist wirklich gefährlich, Leute. Da müsst ihr, sobald ihr das habt, ganz schnell reagieren und euch heilen.
Ah, verdammt! Ich überlege gerade, wie ich das ja dümmst anstelle, den Typen da zu besiegen. Ja, eigentlich muss es mit dem Bogen sein. Ah, Mann! Ich vergesse jedes Mal, dass man sich mit diesem, mit dem Bogen hier nicht bewegen kann. Wenn wir mal kurz aufhören zu schießen, dann ist unsere Chance gekommen. Verdammt! Falscher Trigger übrigens. So, komm. Halt kurz den Atem an. Jetzt unsere Chance, unsere Chance, unsere Chance, unsere Chance. Jawohl. Sehr schön. Hier unten haben wir Hunde. Hunde sind böse. Ich hasse diese Hunde. Aber wir können auf sie schießen. Eins. Und du da hinten auch. Sie sind nicht so wie die anderen Hunde vorher. Die können nämlich noch was anderes hier, diese Hunde. Weshalb ich auch einen gewissen Respekt vor ihnen habe. Aber komm. Zwei erledigt. Und der dritte auch. Denn hier gibt es etwas, was ich unbedingt haben will. Und zwar hier. Hunde. Oh, verdammt. Ich wusste nicht, dass es so viele sind. Oh, 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 oh. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Wir wollen ja nicht sterben. Sehr gut. Komm, komm, komm. Yes! Nervenkitzel. Ein Schlag, es wäre es gewesen. Ja. Feuerhüterseele. Ja, wir können unser erstes Flakon noch mal verbessern. Juhu! Und ich habe tatsächlich vergessen, dass es so viele Hunde waren. Meine Güte. Da waren ja noch mal zwei. Aber die werde ich jetzt ganz gekonnt ignorieren. So, wir gehen erstmal hoch. Okay. Diesmal habe ich mir übrigens gemerkt, wann ich die Aufnahme beendet und wann angefangen habe. Heißt, ich weiß diesmal, dass die Folge. Also, ich weiß diesmal, wie lang die Folge wird, ohne dass ich dauernd auf die Uhr gucke und dass ich dauernd sage, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Genau. So, wir gehen weiter hoch. Das ist jetzt unser Weg. Das ist unser Ziel. Juhu! Übrigens, was ich nochmal zu den Heilern von Neulondo sagen wollte, was an ihnen merkwürdig ist, und zwar, das ist ihr Zauber, der Zauber Linderung. An sich ist es ja nichts Schlechtes, was sie dabei machen, aber das Eigenartige daran ist eben, dass normalerweise alles, was in einer Form Giftheilung ist oder allgemein in die Richtung Heilung geht, ist normalerweise ein Wunder und kein Zauber. Also. So. Oh. Danke. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh. Und genau, Neulondo-Ruinenschlüssel. Den brauchen wir noch. Der ist wichtig, weil, wie schon gesagt, Neulondo ist ehrlich gesagt gar nicht so weit weg von hier. Und ich werde auch, glaube ich, mal kurz überlegen, ob ich vorbeischäkere. Aber warum sind es auch immer noch einer? Das ist gut, dass man das unverwundbar während man einen Backstep macht. Ganz schnell weg. Wir machen uns ganz schnell weg. Ja, die Typen können richtig austeilen, wenn sie wollen. Süß, man kann sie auch parieren bei diesen Riesenwaffen. Und nochmal. Das muss dir noch richtig wehtun, wenn man das so ein meterlanges Schwert da in den Arsch schiebt. So. Ja, sehr nice. Okay, ich zeige euch nur kurz, wo wir eigentlich uns befinden gerade. Das ist halt nicht sehr
Man würde es nicht vermuten, wahrscheinlich. Sag ich's mal so. Hier sind wir nämlich jetzt in einer Schlucht. Das Drachental. Das Drachental ist eigentlich gar nicht weit weg. Das Drachental liegt, glaube ich, nur ein paar Meter. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Abkürzung, wie gesagt, frei nochmal. Liegt nur ein paar Meter unter uns. Also neben unserem eigentlichen Startgebiet quasi. Und das ist übrigens Neulondo. Irgendwo in einer alten Höhle, in einer riesigen Höhle, angelegt. Ist eine Stadt, aber wie ihr sehen könnt, ist die schon vor Jahren untergegangen. Hier gibt es normalerweise, genau hier, einen Aufzug. Genau. Aber der ist momentan oben, das ist auch gut so, der soll oben bleiben. Denn der führt uns zum Firelink-Shrine. Direkt dahin. Der macht Urlaub hier, gucke. Sieht so gut aus. Ah, schön. Und hier treffen wir jemanden. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe? Genau, das ist ein weiterer Schmied im Spiel. Flucht ergreifen. Ein bisschen Scherzbold. Ich hoffe, ihr könnt alles hören. Genau. Wir können unsere Waffen wieder verbessern. Yay! Uchigatana fehlt uns eine große Scherbe. Nein! Ich bin sehr traurig, aber das Iotai könnten wir machen. Machen wir auch. Ihr werdet sehen, das ist sehr ähnlich. Achso, genau, ich würde euch das Moveset noch zeigen. Das Problem ist, ich würde euch gerne die Movesets von allen Waffen zeigen, die wir finden. Aber das geht halt leider nicht. Hat leider den einfachen Grund, das haben sie in diesem Spiel so ein bisschen gemacht. Und zwar, dass man halt Waffen, die den Attributen nicht entsprechen, nicht benutzen kann. Also du kannst auch nicht das Moveset dir angucken, weil es einfach nicht funktioniert. Du wirst dann, wenn du zum Beispiel zu schwach bist oder so, oder zu ungeschickt, dann fuchtelt er mit dem Ding zwar rum, aber es ist halt nicht original das, was er machen würde, wenn du die Waffe wirklich benutzen kannst. Hier gehen wir auch nochmal lang. Gibt es noch ein, zwei Sachen, die wir uns holen können. Da drüben. Und ihr seht richtig, es ist ein riesiger Drache. Verwest. Uralt. Ist ziemlich cool. Und ja, ihr denkt richtig. Und ja, ich hätte mich beeilen können. Wow! Fick dich, Drache! Fick dich, Drache! Meine Fresse, war das knapp! Cool! Meine Güte! Ich wollte eigentlich nur das Schwert kurz holen und das Schild. Im Grunde ist es nichts Besonderes, aber ich wollte es haben. Den können wir noch besiegen, es gibt auch einige Seelen, aber an sich ist es nicht mal ein Boss. Also zumindest wird er nicht als solcher gewertet. Hier könnt ihr sogar noch hier direkt hinten in die Scheinstadt die ganzen Brücken sehen, die Mauern, über die wir ganz am Anfang drüber geflogen sind mit dem Raben. Oder der Krähe. Und wir werden uns jetzt mal wieder zurück auf den Weg nach unten machen. Zum Leuchtfeuer. Ja, genau. Ihr mich auch. Ihr mich auch. Die respawnen ja tatsächlich alle wieder. Es ist doch nicht zu fassen. Wenn man das Gebiet verlässt, ist also alles wieder da. Ich bin verblüfft und traurig gleichzeitig, weil das heißt, alles wieder da ist, alles. Oh, warum? Oh, ich muss niesen. Oh, oh. Ah, Leute. Es tut mir leid, wie gesagt, wenn ich euch noch was ein bisschen was vorhuste oder niese. Ich bin noch nicht ganz fit, aber ich brauchte ein paar Aufnahmen nochmal. Ich wollte mal wieder loslegen. Außerdem hatte ich, wie gesagt, so Lust auf Dark Souls gerade. Wenn mir da immer so viel einfällt, was man da so noch machen kann. Wir werden uns jetzt einfach nur noch auf den Rückweg begeben erstmal.
Danach werde ich eine kleine Aufnahmepause machen. Schätze ich einfach mal ganz grob, denn ich habe tierischen Hunger. Und ihr wisst, man kann nicht mit leerem Magen spielen. Ich glaube, jeder, der selbst PC zu Hause hat und dann da sitzt und plötzlich den Hunger verspürt. Der Hunger. Dann sitzt er nicht mehr ruhig da und wartet, sondern stürmt in die Küche und reißt sich irgendwas. Oh Gott, war das knapp. Da müssen wir übrigens gleich hin. Mit einem riesigen von Dings, also durchzogenen Haufen aus Wurzeln und weißer Masse. Ja, ihr werdet sehen, was es ist, warum es so aussieht. Ach ja, der Ring ist schon ganz nützlich. So, auf ins Leuchtfeuer. Und beten, dass uns erstmal keiner angreift. So, ich werde mich jetzt ganz kurz hier in die letzte Ecke verziehen, damit wir mal ungestört sind für eine Minute. Hier oben, genau. Und jetzt zeige ich euch mal das Iotai. Das Iaito. Ihr werdet sehen, es ist jetzt sehr ähnlich mit dem... Ihr werdet vom normalen keinen Unterschied sehen, aber... Das ist der normale Move und dann kommt der hier und dann... Ah, bam, Junge. Der ist halt wirklich cool. Ich finde ihn besser als diesen Überkopfschlag. Ah, es ist eine super Waffe. Muss ich ja zugeben. Es gibt im späteren Dark Souls 2 eine... die Black Steel Katana. Bei der ist es nämlich so, wenn man so eine Rollattacke macht, dann den hier und den hinterher, dann wird die Attacke schneller ausgeführt. Also so, so und dann so. Das funktioniert hier leider noch nicht, aber es hält. Nur mal schon mal für den nächste Dark Souls, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich mache jetzt mal kurz eine Pause. Verabschiede mich von euch mit einem gebührenden Komm in der Verbeugung. Ciao.